Hallo, mein lieber Schütze. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Herzlich willkommen zu dieser Kartenlegung. Ich möchte für dich in den November reinschauen, was ich dir da so sagen darf, was da wichtig werden kann für dich im November, was auf dich zukommen will. Wir schauen uns Situationen an. Hier können sich deine Gedanken, deine Gefühle oder auch deine Verhaltensweisen widerspiegeln oder auch die einer anderen Person oder Personen. Und du bedenkst, dass die Legung natürlich wie immer allgemein ist. Und ja, ihr findet auch sämtliche Infos in der Videobeschreibung, wie immer. Wir wollen jetzt mal starten, Schütze. Was darf ich dir für November mitgeben? Was möchte da auf Schütze zukommen? Was wird da wichtig für Schütze? November, was kommt da? Was zeigt sich da? Die Sternschnuppe. November Schütze. Was darf ich Schütze mitgeben? Die Biene. Die verriegelte Tür. Schütze. Buddha. Brücke. Schütze, November, was bringt der November? Schere. Dank, Herr. Schütze, November. Löwe und eine Zusatzbotschaft. Spion. So, Schütze, lass mich das kurz wirken und dann gucken wir gemeinsam rein. Ich brauche euch die Karten ja nicht erklären, das macht man manchmal automatisch. Wir gehen jetzt direkt rein, also Schütze. Hier geht es um einen Wunsch, ein Ziel, einen Traum, ein Wunschdenken, was man natürlich erreichen will oder auch was jemand erreichen will, wo man wirklich versucht, sich das zu erfüllen, dran arbeitet. Fleißig daran arbeitet, seine Wünsche, Träume zu erfüllen, das, was man auch umsetzen will. Man weiß auch, dass man hier wirklich sehr viel Arbeit und Mühe braucht, um sich das real erfüllen zu können, ne? Die verriegelte Tür, das kann sein, dass da jemand das im Stillen natürlich macht, insgeheim, ne? Für sich selbst, sich das noch so ein bisschen verschlossen hält, beziehungsweise die Erfüllung ist noch verschlossen. Natürlich kann es bedeuten, dass man nicht wirklich sehr vielen Menschen von diesem Wunsch, Traum oder dieses Ziel, was man da vor Augen hat, was man machen will, gar nicht so vielen Leuten erzählt, ne? Sondern das Ganze mit sich selbst ausmacht, für sich insgeheim sozusagen. So, wir gucken mal, womit das hier noch was zu tun hat. Schütze, worum geht's denn hier? Stern, Schnuppe, Biene, verriegelte Tür. Worum geht's hier? Womit hat das hier etwas zu tun? Die vier der Schwerter. Ja, ich sag ja, das macht jemand mit sich selbst aus, insgeheim. Das ist so ein bisschen die Abschottung. Ja, eine Wartehaltung, eine leichte Erschöpfung kann das sein, weil dieses Ziel, dieser Traum noch nicht erfüllt worden ist. Ja, man könnte sich wirklich im Stillen überlegen oder auch ja, nachdenken, wie kann ich das denn umsetzen am besten? Wie kann ich das realisieren? Wie kann ich das wahr machen? Klären wir das auf, Schütze. Was ist denn hier los mit der Wunscherfüllung? Oh. Der Herr und der Baum. Ja, bei einigen kann es mal wieder hier um die Liebe gehen, dass man sich Wachstum wünscht mit einem speziellen Menschen, mit einem Mann. Ist egal, ob ihr jetzt Mann oder Frau seid, ne? Natürlich kann das auch was anderes sein bei euch, ne? Wenn ihr jetzt als Mann zuschaut, dann wünscht ihr euch natürlich auch Wachstum in einer bestimmten Sache. Hier geht es auch vielleicht darum,
was mit dem Körper, was mit der Seele, was mit, ja, mit dem Wohlbefinden zu tun hat. Ne? Dass man da an etwas arbeitet. Irgendwie ist hier jemand geschwächt auch. Aber ja, überwiegend geht es hier um diesen Menschen, mit dem ihr euch diese Standhaftigkeit wünscht. Oder ja, da soll etwas weiter vorangehen, etwas weiter wachsen. Da soll etwas Beständiges bei rumkommen. Ne? Ja. Was haben wir da im Hintergrund? 34 Fische. Ja, das kann die Psyche sein, das kann die Seele sein, aber das ist ja auch diese Vermehrung, ne? Etwas für sich vermehren wollen. Das Ganze soll fließen. Bei einigen kann das auch was mit dem Finanziellen zu tun haben. Finanzen. Finanzen, Macht, Besitz, Geld, ne? So, gucken wir weiter. Hier haben wir Buddha, Brücke und Schere. Der Buddha ist ja die Wunscherfüllung eigentlich, ne? Der Wunsch, der eigentlich da ist, zum Greifen da ist, liegt ja auch direkt unter der Sternschnuppe. Ja, die vollkommene Zufriedenheit. Hier möchte sich jemand im Glück baden. Und hier haben wir wieder die Brücke, die für eine Verbindung steht. Oder eben auch dieser Übergang, dieser Brückenbau, ne? Sich eine Brücke herstellen, damit man ja, sich diesen Wunsch, diesen Traum erfüllen kann, damit man in seiner vollkommenen Zufriedenheit sein kann, damit man sich da drin baden kann. Ne? So die Schere. Die Schere ist eine Verkürzung. Ne? Entweder will hier jemand diese Brücke, diesen Weg verkürzen, ne? Dass es einfach schneller geht. Das ist ein Anschnitt. Anschnitt, Verkürzung oder auch eben ein Einschnitt, ne, dass man da wirklich etwas cuttet, einen Einschnitt macht, etwas anschneidet. Ja, das kann was Zwischenmenschliches sein. Aber muss nicht unbedingt, das kann auch eben dieser Weg sein, den ihr ja für euch verkürzen wollt, damit der Wunsch endlich erfüllt werden kann. So, worum geht's denn hier? Buddha, Brücke und Schere, Schütze. Uiuiui. Ja, genau, immer noch dieser Verlust, immer noch dieses, oh Mann, ich habe immer noch nicht das, was ich will, ne, gefühlsmäßig. Hier haben wir das von der Rückseite. Vielleicht hat sich da schon etwas aufgebaut, gezeigt, weil der Buddha zeigt einfach auch so eine Zufriedenheit an, ne, dass da etwas schon da ist, aber es genügt einfach noch nicht. Jemand ist immer noch traurig, trauert etwas oder jemand noch hinterher. Es reicht nicht, es genügt nicht. Ne? Man kann die positiven Dinge in dieser Angelegenheit nicht richtig wahrnehmen. Ne? Man wünscht sich, dass etwas aufwerblüht oder man wünscht sich einfach noch mehr Gefühl bzw. Glückseligkeit, Zufriedenheit, Wunscherfüllung, dass man ja, sich freuen kann und nicht in so einer trauernden Stimmung steht. So. Klären wir das auf. Was ist hier los, bitte? König und Königin. Ja. Ja. Jemand könnte sich hier wirklich im zwischenmenschlichen Bereich ja, diese Verbindung wünschen. König und Königin, ne? Das ist ein Paar, ein Pärchen. Gemeinschaft, das ist auch eine Gemeinschaft, ne? Dass man sich dieses Gemeinsame wünscht, dass beide daran arbeiten hier in dieser Verbindung oder auch überhaupt, dass jemand sich da hinbewegt, sich Mühe gibt. Ja, nein. Hier möchte ich mal den Weg auf jeden Fall verkürzen. Ne? Man wünscht sich diese Liebe, man wünscht sich diese Beziehung, man wünscht sich diese Verbindung, ne? Ja, als Paar. Oder auch eben sich etwas mit dem Menschen erfüllen, ne? Weil irgendwas reicht hier nicht, irgendetwas macht einen traurig. So, was haben wir da im Hintergrund? Und das wäre dann 11, das sind die Routen, das ist die Anspannung, das ist die Konfliktsituation, mit sich selber im Konflikt stehen, mit sich hadern. Ja, auch eine knallharte Klärung wünscht man sich, ne? Dass das einfach jetzt geklärt werden kann. Ist eine Anspannung. Hier ist jemand angespannt, ne? Will den Weg verkürzen, will diese Traurigkeit hinter sich lassen endlich und sich mit diesen Menschen das erfüllen können.
Ah, gucken wir mal weiter. Hier haben wir die Bank, den Herr, ne, um den es geht. Löwe und Spion. Ja, das ist ja hier diese Öffentlichkeit, ne? Den Mensch treffen, den Mensch begegnen oder auch verabreden, sich mit den Menschen verabreden. Es kann in der Öffentlichkeit sein, dass ihr euch da trefft, sowieso immer wieder begegnet oder so. Oder ja, dass ihr sowieso schon Treffen mit den Menschen hinter euch habt. Oder da auch noch Treffen anstehen werden. Und hier der Löwe, das ist eigentlich der Mut. Ne? Das ist die Standhaftigkeit. Jemand, der Mut hat, der für etwas kämpft, um etwas kämpft. Es kann natürlich aber auch hier dieser Respekt sein, dieser Mensch, den ihr als stark betrachtet. Ne? Der hat eine starke Wirkung auf euch. Und hier der Spion, das ist eine Beobachtung. Jemand beobachtet etwas. Es kann sein, ja, dass ihr da in dieser Beobachterfunktion seid und wartet, was der Mensch macht, ob der Mensch sich bewegt, ob der Mensch irgendwie Mut fasst oder jemand wird da ja seine ganze Kraft zusammennehmen, seinen Mut versuchen zusammenzunehmen und dann auch wirklich in Aktion treten. Aber der Spion sagt einfach auch noch, dass man da immer noch wartet und beobachtet. Ja, vielleicht auf den richtigen Moment auch, ne? Klären wir das auf. Was ist hier mit Bank, Herr, Löwe und Spion, Schütze? Die Welt von der anderen Seite. Ja, jemand hat Angst, dass der Boden unter den Füßen weggenommen wird. Das ist die Welt, dass die Offenheit, ne? Begegnungen, sich treffen und so weiter, sich öffnen, aber das Gefühl haben, man könnte abstürzen, runterfallen. Es ist noch immer nicht ganz abgeschlossen, vollendet sozusagen. Ne? Man will sich öffnen, aber man hinkt oder schwankt da immer noch hin und her. So wie die Frau hier von hinten, wo man das Gefühl hat, die versucht sich da festzuhalten. Die verheddert sich so ein bisschen und hat Angst, runterzufallen. Ja, so kann sich der Mensch fühlen oder auch eben du. Das ist eine hektische Sache, die da passiert. Deswegen auch diese Beobachtung. Ne? Den Mut zusammenfassen eigentlich. Etwas in Gang setzen. Aber Angst haben, sich komplett zu öffnen oder auch Angst haben, dass man irgendwie fällt. Klären wir das auf. Was ist denn hier los, bitte? Wer hat... Oh, die Eule. Hier drinne. Oh Gott. Hier ist eine Karte umgedreht gewesen. Mensch, das ist die Entscheidung. Die haben wir, glaube ich, die kamen, glaube ich, hier mit zu. Die habe ich nicht gesehen, die habe ich übersehen. Ja, das spielt auch nochmal eine Rolle, ne? Entscheidung, Wege, Wahl, Wahlmöglichkeit, ne? Ich denke, das ist hier rausgefallen, dass jemand da eine Entscheidung trifft oder auf eine Entscheidung wartet. Naja, legen wir die jetzt mal beiseite. Hier haben wir ja, die Eule, ne? Unruhige Situation, Unruhe, innerliche Unruhe, Chaos, Abflug, Abflug, Befreiung. Was ist hier los? Was passiert hier? Oh, die Heilerin. Ja, jemand braucht einen Antrieb, wie gesagt, oder auch Unterstützung. Ja, es kommt mir hier mehr so durch, als ob sich jemand beruhigen muss. Erstmal in die Heilung gehen, bevor sich jemand in irgendetwas reinstürzt. Man hat die Hoffnung natürlich, dass mit dieser Aktion etwas geheilt ist. Ja, ihr versteht das, wenn ich sage, etwas geheilt ist, so innerlich. Ne? Diese Unruhe, man hat Angst und so weiter, Beobachterfunktion, Schwierigkeiten, sich zu öffnen, auf Menschen zuzugehen und so. Aber natürlich kann es andeuten, dass jemand da wirklich diesen Abflug wagt, ne? Mutig ist. Und dass für euch dann diese Wunscherfüllung, diese Heilung ist. Ne? Oder auch eben umgekehrt. Es kann der Rat sein, ne, dass sich jemand einen Rat holen wird oder einen Rat bekommen wird. Wie kann ich das umsetzen? Was soll ich machen? Ein Anstupser, ja, vielleicht hilft da jemand. Ja, Freiheit und Heilung. Sich befreien und in die Heilung gehen. Weil hier haben wir auch schon dieses Mentale gehabt, dieses Gesundheitliche, sage ich jetzt mal, ne? Dieses, oh,
Erschöpfung, Warterei, ja, Glückseligkeit, Wunscherfüllung, Zufriedenheit. Unzufriedenheit kann sich natürlich dann auch auf den Körper, auf die Psyche auswirken, wenn man einfach die ganze Zeit unzufrieden ist in dieser Situation, in dieser Sache, ne? So, was haben wir da im Hintergrund, Schütze? 82, 10, Sense, ne, die Plötzlichkeit, ein Cut setzen, etwas umsetzen. Na, jetzt zack, zack, zack. Da, entweder du oder die Person, ne? Vielleicht ist hier auch irgendetwas in dieser Verbindung passiert, wie so ein kleiner Cut, weil die Schere hier und die Brücke, das kann auch natürlich so ein Cut sein, ne? In welcher Form auch immer, dass da irgendetwas, ja, angeschnitten ist in dieser Verbindung. Und ja, man das Ganze wieder zusammenpuzzeln will, so ungefähr, ne? Ja, Schütze, jetzt ziehe ich dir noch eine Schatzkammer deiner Seele Karte. Was haben die noch zu sagen für den November hier? Achtsamkeit. Achtsam begegne ich dem Hier und Jetzt. Achtsamkeit, achte auf die Dinge, achte auf die Signale, sei im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit. Schau auf das, was jetzt auf dich zukommen will. Schau auf das, was jetzt wichtig ist. Ja, du solltest vielleicht auch wirklich die Augen offen halten, nicht? Guck genau, achte, sei achtsam mit dir selbst natürlich auch, aber beachte auch das Drumherum. Vielleicht geht es auch um diese Situation hier, wo du wirklich achtsam sein sollst. Ne? Mach die Augen auf und schau dir das an. Nimm das wahr, Wahrnehmung. So, mein lieber Schütze. Ja, ich danke dir fürs Zusehen. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen und ich hoffe, bis bald. Ich wünsche dir einen wunderschönen November. Mach's gut. Tschüss.